Okay, hier. Kennt ihr alle so ein Ding, ne? Was für ein Dress. Also mit ist Deutschland ja meist am Verkaufen von solchen Geräten. Ich weiß, aus Kolumbien und nach in Mexiko. Also das gibt viele Tote. Aber Corona scheint stärker zu sein. Denn im letzten Jahr hat das begonnen. Defender 2020, die meisten von uns haben das, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Das größte Militärmanöver, die größte Kriegsübung aller Zeiten an der russischen Grenze, also im Baltikum, Polen und Georgien. Ein Aufmarsch von 38.000 Soldaten aus der gesamten NATO, Amerikaner mit dabei, ne, die Bündnistreue sozusagen geübt. Und es ist natürlich klar, wer böse ist. Putin und Russland wird uns irgendwann, vielleicht im Jahr 2028, überfallen. Und dafür muss die NATO im Westen gerüstet sein. Bam! Was für ein Wahnsinn. Aber wissen wir alle, dass das Schwachsinn ist. Also Corona, da kommt doch einfach so ein Virus und zack. Kann es keinen Krieg mehr geben? Also, Defender 2020, diese größte Übung, ist abgesagt. Das heißt, die ganzen Soldaten gehen wieder nach Hause, in die USA und überall, wo sie herkommen. Die tausend, diese massigen Panzer, die über ein Jahr lang daran transportiert worden sind, zack, müssen wieder nach Hause geschickt werden. Vielleicht wo rosten sie auch unterwegs irgendwie. Das wäre vielleicht am allerbesten. Also, Fakt, Corona. Und plötzlich ist es möglich, dass der Krieg nicht stattfindet. Fällt einfach aus. Also das ist für mich, fällt für mich unter Kollateralgewinn von Corona. Wir können auch ohne Krieg. Und man sieht ja eben dann, dass Russland eben statt Waffen zu exportieren, gerade zumindest nach Italien medizinisches Gerät und Personal schickt, um dort zu helfen. Also, das ist für mich dann Europa. Corona zeigt, wie Europa sein kann, zusammen. Und das heißt also, Westen und Osten gehören zusammen. Was anderes ist gar nicht drin, weil so wie Corona uns gerade lehrt, geht es. Wir kommen nur klar in diesen Zeiten, wenn wir zusammenhalten, auch auf Zukunft hin. Das heißt, es entsteht, könnte eine neue Welt entstehen, wo wir wirklich Kriege nicht mehr brauchen. Also sage ich, Kollateralgewinn ist gut. Fort mit den Kriegen, weg mit den Waffen und stattdessen Tablets und guten Unterricht für Schüler an unseren Schulen zum Beispiel. Und weg mit dem Hunger und dem Scheißen. Ne? So, ihr wisst, was ich meine. Idee. Schreibt doch einfach mal in euren Kommentaren hierzu, was euch einfällt unter Kollateralgewinn. Also was lernen wir eigentlich aus der Corona-Krise? Was würden wir gerne beibehalten? Vielleicht eben zum Beispiel das Auto stehen zu lassen, zu genießen, abends den Blick in den Himmel oder eine Tasse um zu sehen. Der ist blau, der ist einfach klasse, der Himmel. Wow, ich kann atmen. Die Luft ist anders. Ich höre die Vögel viel mehr als sonst. Ne? Und. Oder wir können zusammenhalten, ja. Wir können aufeinander Acht haben. Tun wir, wir nehmen einander anders in den Blick wieder. Und so viel ist möglich. Also schreibt doch einfach, welche Ideen ihr habt. Und dann zeichnen wir mal eine Gesellschaft, wie sie vielleicht menschlicher sein kann. Also wäre super, wenn ihr das macht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.